Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Teil einer Single-Pokémon-Challenge. Es geht ab in die vierte Spielegeneration zu Pokémon Pearl und hier wird versucht, dass man dieses Spiel nur mit einem Moterpel durchspielen kann. Moterpel ging hier aus einer Umfrage mit heraus. Ihr habt euch dazu mit entschieden, dass man mit diesen jeweiligen Pokémon hier eine Single-Pokémon-Challenge mitmachen sollte. Ich habe das Ganze hiermit umgesetzt. Und ja, man kann das in dieser jeweiligen Form mit durchspielen. Anfangs mit ein paar Stolperschwierigkeiten, auch zum Ende hin war es schon ein bisschen aufregend, aber ansonsten muss man sagen, war dieses Spiel eigentlich im Rahmen des Machbaren. Moterpel ist ein voll entwickeltes Käferflug-Pokémon aus der vierten Spielegeneration, was sich nur als ein männliches Bumi zu einem Moterpel mit weiterentwickeln tut. Moterpel hat hier eine Basiswertsumme von 424, eindeutig mit hervorgehoben ist der spezielle Angriff als auch der physische Angriff mit jeweils 94 Punkten und hat lediglich nur folgende Schwächen, bestehen aus Flug, Feuer, Elektro und Eis als ×2 und eine ×4 Schwäche gegenüber Gestein. Tja, und die erste Arena ist auch gleich eine Gestein-Arena, aber seht am besten selbst, wie das Ganze da wohl mit ausgegangen sein wird. Die allgemeine Challenge-Regeln, wie es uns auch immer lauten, wie folgt. Wir dürfen dieses jeweilige Spiel nur mit einem Moterpel durchspielen. Feuer-Sklaven sind nun mal Teil unseres Teams, aber diese dürfen in einem Kampf nicht aktiv mit eingesetzt werden. Heil-Items sind ebenfalls nach wie vor mit Tabu, wie sonst auch immer. Glitches und Exploits haben hier nichts mehr zu suchen. Und unsere Hauptaufgabe lautet, wir wollen dieses Spiel nur mit einem Moterpel durchspielen. Wenn wir das mit schaffen, den Champion, in diesem Fall Cynthia mit zu besiegen, ist dann diese Challenge hiermit erfüllt worden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Unterhaltung. Moterpel übernimmt ihr den Platz von Chelast, damit unsere Rivale hier mit einem Panflamit mit starten tut. Ein Pokémon, was an uns immer sehr effektiv mit angreifen kann. Ich finde, das ist hier die beste Wahl, die ich hier nur mit hätte treffen können. Wir machen auch schon den ersten Einführungskampf hier gegenüber eines wilden Staralilis, der ist quasi diesen Fall nicht nennenswert. Zudem erhält Moterpel hier noch einen Spitznamen und das geht raus an Crystal. Sei das jetzt an Crystal X oder an Crystal Popo, einer von euch beiden oder auch ihr beide oder generell alle, die Crystal heißen, sind hiermit gegrüßt. Unmittelbar hinter Jubelstadt traten wir auch schon das erste Mal gegenüber unseren Rivalen mit an. Er hat ja zwei Pokémon und er beginnt hier mit einem Staralili. Zu diesem jeweiligen Zeitpunkt hätten wir lediglich nur Attacken wie Tackle haben können, aber ich habe mich dazu entschlossen, dass wir in dem jeweiligen Schulgebäude uns noch die folgende Attacke Kraftreserve noch mitholen können. Zu diesem jeweiligen Zeitpunkt war allerdings noch nicht genau klar, was Kraftreserve hier eigentlich für uns mit repräsentativ mitmacht. Denn in der vierten Spielegeneration musstest du erst durch Übungen mit herausfinden, welche jeweilige Kraftreserve dein Pokémon gerade tatsächlich mit einsetzen konnte. Kraftreserve hätte Moterpel ebenfalls auch mit erlernen können, allerdings erst auf Level 20. Da hier Kraftreserve allerdings nicht effektiv gegenüber seinem Feuerstarter mit war, war dann hier schon die Auswahl sehr stark mit eingegrenzt, was für eine Kraftreserve wohl wir mit hätten. Das Schwerste kommt es zuerst, so heißt es, und mal sehen, ob und wie wir uns hier eigentlich gegenüber Arenaleiter Fight behaupten können. Ich glaube, ich brauche mir keinerlei Hoffnung zu machen, dass ich hier auf Level 9 oder sogar auf Level 11 auch nur halbwegs eine Chance mit hätte. Kleinstein wirft auch nur einen Kiesel auf dich und du bist instant down. Selbst auf Level 15 war das eigentlich so gut wie gar nicht machbar, auch nur überhaupt sein Onix zu Gesicht zu bekommen. Lediglich erst in den 20er Leveln hatte ich auch noch halbwegs mal eine Chance dazu gehabt, auch mal gegenüber Cognodon mit antreten zu können. Aber auch hier stellte sich mit heraus, selbst Onix war hier eine große Herausforderung für mich und da konnte ich jetzt Onix so viel mit ausrichten. Cognodon hat zwar hier glücklicherweise keine einzige Gesteinattacke, nützt aber dennoch nicht zur Tatsache, dass wir hier noch extrem viele Schwierigkeiten mit hatten. Und naja, selbst auf Level 20, es war extrem schwer. Die Team Galactic Rebels sind für uns mal gar keine Herausforderung. Allerdings sollte man nicht mit sagen, dass dann auch hier die jeweiligen Vorstände uns sehr einfach mit gegenübergestellt sind. Beginnen wir doch mal als allererstes beim Commander Mars. Level 21 bin ich hiermit angetreten gegenüber ihr Level 16er Perugly. Naja, was soll ich mit sagen? Eigentlich auch hier wieder eine absolute Katastrophe, so ähnlich wie es bei Fights mit der Fall war. Es kann halt eben sein, dass zuvor das Zubat hier gerne auf ein Toxin mitgeht und dich einfach erstmal instant mit toxiniert oder das Perugly selbst zerstört dich einfach in der Luft. Ich war der festen Annahme, dass ich gegenüber Silvana sehr gut mit aufgestellt war, allerdings musste ich hiermit feststellen, erst ab dem zweiten Versuch habe ich es hiermit geschafft, denn ich habe ihr Roserade deutlich mit unterschätzt. Mittlerweile habe ich auch schon mal mit herausgefunden, welche jeweilige Stärke und auch welche jeweilige Typ Kraftreserve hiermit war, es war in diesem Fall Kraftreserve Feuer. Ja gut, ein bisschen Feuer kann man ruhig mal mit reinbringen, aber ob uns das so auch weitbringend etwas nützt, ist eine ganz andere Sache.
Und währenddessen ich große Probleme gegenüber Commander Mars mit hatte, habe ich aber überraschenderweise feststellen dürfen, dass Commander Saturn sehr einfach mit zu besiegen war. Zu diesem jeweiligen Zeitpunkt hatten wir schon die Attacke Konfusion, damit konnte das Zubat easy mit herausgenommen werden. Gegenüber ihr Skuntank war Konfusion allerdings wirkungslos, deswegen musste hier wieder mit anderen Mitteln das jeweilige Pokémon besiegt werden. Aber im ersten Versuch war das somit machbar. Und der nächste Rivalenkampf steht auch schon mit bevor, wobei ich mit sagen muss, dieser war wirklich einfacher als der erste. Er hat zwar jetzt mittlerweile ein paar mehr Pokémon mit am Start, aber der hat sich so gut wie gar nicht entwickelt. Und dafür, dass wir dann dementsprechend auch schon so hoch gelevelt sind, war es dann dementsprechend auch relativ einfach mit erledigt. Hilda kam als nächstes mit dran und ja, normalerweise haben wir eine ×4 Resistenz gegenüber Kampfattacken. Man sollte allerdings nicht meinen, dass ich nun Hilda hier im ersten Versuch easy mit herausnehmen konnte. Es brauchte schon ein paar Versuche mehr. Und währenddessen ich damit gedacht hatte, dass Arenaleiter Fights mir eine sehr große Herausforderung darstellte, muss ich aber mit feststellen, Wellenbrecher Marinus war dann aber noch eine deutliche Spur härter. Ich bin schon des Öfteren alleine nur gegenüber sein Gyarados mit gescheitert, aber nicht nur gegenüber sein Gyarados, sondern auch gegenüber sein Bojelin war ich einfach nur unterlevelt. Denn dies kommt doch hier gerne mit einem Eiszahn um die Ecke. Rein von dem Competitive-Modus her sehr gut mit umgesetzt, insbesondere auch, da dies hier ein Standardspiel mit ist. Das ist in den heutigen Pokémon-Spielen ja leider nicht mehr so mit gegeben. Nichtsdestotrotz, hier saß ich des Öfteren mit dran. Ich habe verschiedene Taktiken mit eingesetzt, dass ich selbst hier mit einem Klettdorn mitkomme. Klettdorn ist ein Item, was hier in der 4. Spielegeneration mit eingeführt wurde und hat die Besonderheit, wenn der Gegner dich mit einer Kontaktattacke angreift, dann wandert das Klettdorn auf den Gegner mit rüber und gibt ihn Runde für Runde dafür Schaden. Der Nachteil mit ist, wenn du das Klettdorn mit ausgerüstet hast und du bekommst in der jetzigen Runde nicht einen Kontaktangriff Schaden, nimmst du automatisch Schaden durch den jeweiligen Klettdorn. Aber selbst mit diesem jeweiligen Klettdorn ist damit nicht garantiert, dass du das jeweilige gegnerische Pokémon einfach mit besiegen kannst. Selbst auf Level 37 war es mir dann auch ziemlich schwierig, es dann hier ein bisschen besser mitzumachen, aber hier waren die Chancen deutlich höher für mich. Naja, aber trotz der Tatsache habe ich hiermit festgestellt, Wellenbrecher Marinus zieht dich wirklich in die Tiefen des Meeres. Alles andere als begeistert war ich gegenüber Lamina, die 5. Arenaleiterin. Da ich des Öfteren immer wieder nur Pokémon Platin gespielt habe, kam sie hier als 3. Arenaleiterin mit ran. In Diamant und Pearl, also in Strahlen Diamant und Leuchtende Perle, hat man sich dann eben dazu entschieden, sie hier wieder als 5. Arenaleiterin mit reinzunehmen. Nichtsdestotrotz, ich habe hier 5 Versuche mitgebraucht, für euch sind allerdings hier nur 2 mit eingeblendet, wo ich sie, ich sag mal, gut bekämpfen konnte, wenn auch mehr oder weniger gut für meine Seite aus. Mittlerweile treten wir ein weiteres Mal gegenüber unseren Rivalen in Fleetburg auf der schönen Hängebrücke mit an und normalerweise muss man mit sagen, hat er jetzt schon eigentlich ein wirklich ausgeglichenes Team. Sein Vogelstarter hat er nun endlich mal mitentwickelt zu einem Staravia, was uns dann jedes Mal mit einem Bedroher um die Ecke kommt und jetzt kann er sogar auch mit Flugattacken sehr effektiv mit angreifen. Aber nicht nur bei seinen Staravia, sondern auch bei seinen anderen Pokémon hat dann hier unsere Rivale dann durchaus immer wieder mal einige Züge mal mitgezeigt, die wirklich sehr fragwürdig sind. Aber nicht nur bei unserem Rivalen ist das mit der Fall, sondern auch bei dem einen oder anderen Gegner treten so einige Attacken mit ein, die vielleicht zwar sehr stark mit sind, aber gerade auch gegenüber eines Käferflug-Pokémons nicht gerade viel Wirkung mit zeigt. Nichtsdestotrotz muss man aber mit sagen, hier war er schon ein bisschen stärker, aber die größere Herausforderung ist dann für mich hier Adam. Adam ist normalerweise ein Arenaleiter, den du easy mit wegzwiebeln kannst, egal welchen Starter du mit hast. 6. Arenaleiter, von Typ Stahl präferierend und du kannst den extrem einfach mit Boden, Kampf oder auch mit Feuerattacken easy mal mit wegzwiebeln. Problem ist allerdings, Bronzor ist quasi schon so ein Moment, wo man sich wirklich fragt, wieso bitteschön ist dieses Pokémon überhaupt nicht existent. Es kommt hier zum Beispiel gerne mit Hypnose um die Ecke oder auch mit Verwirrung und ja gut, man kennt dann eben so das Spielchen, du wirst einfach nur mit weggehext. Man muss auch mit sagen, zu diesem jeweiligen Zeitpunkt hatte ich noch nach wie vor Kraftreserve mit dem Moveset mit dabei gehabt, mit der jeweiligen Typenstärke von Feuer, sodass man dann hier auch sehr effektiv gegenüber Adam hiermit antreten kann.
Stanos wiederum konntest du eigentlich auch einfach mit besiegen, aber sein größtes Problem war hier in diesem Fall Bolteros. Es ist hier ein Pokémon von der Typenkombination Stahl-Gestein, das triffst du eigentlich auch extrem effektiv mit Boden als auch mit Kampfattacken mal 4, gar keine Problematik. Problem an dieser Stelle mit ist, hier in der vierten Spielegeneration war der Stahltyp auch noch sowas von extrem overpowered in der Defensive, sodass dann auch in der sechsten Spielegeneration dort eine ordentliche Änderung mit vonnöten mit war. Bedeutet also, ich konnte ihn zwar mit Kraftreserve Feuer zwar mit angreifen, aber das hatte dann noch wenig Effektivität mit gehabt wegen des Gesteintyps. Und wenn du ihn versucht hattest, hier zum Beispiel mit Geistattacken anzugreifen, in diesem Fall mit Spukball, hat es einfach wegen den Stahltyps einfach so gut wie gar keine Wirkung mit erzielt. An diesen Pokémon bin ich extrem oft zerschellt. Aber hier ist es mir dann auch nach zahlreichen Versuchen mit geglückt, Erde mit zu besiegen und Orde Nummer 6 mit einzuheimsen. Commander Saturn möchte sich ebenfalls mal uns gegenüber behaupten, aber ganz ehrlich, nein, einfach nein. Und währenddessen ich schon sehr große Probleme gegenüber Commander Mars im Windkraftwerk mit hatte, so hatte ich das dann erneut auf dem See der Wahrheit. Ihr Zubat hat sich schon hier zu einem Golbat mit weiterentwickelt, geht aber so auf die mehr oder weniger gleiche Taktik mit über, aber wie ich das auch schon im Windkraftwerk gegenüber ihr Paraglisher mit hatte, hier hatte ich dann ebenfalls wieder riesige Probleme gegenüber dieses fette Katzenvieh mit gehabt. Ich brauche nicht extra mit zu betonen, dass ich auch hier zahlreiche Male gegenüber sie hier einfach nur mit verkackt hatte. Obwohl, ich hab's gerade gesagt. Normalerweise haben wir in den Standard-Pokémon-Spielen mit kennengelernt, wenn du einen Eis-Arena-Leiter mit hast, dann kommt dieser nahezu immer am Ende, um es für dich so einfach wie nur möglich mitzumachen. Kann man mit hernehmen, aber mit einer Single-Pokémon-Challenge wird es dann auch schon ein bisschen abenteuerlich. Man kann zwar durchaus gegenüber ihr Schnäppedeck und gegenüber ihr Rexbizarre sehr effektiv zum Beispiel mit Käfergebrumm oder auch mit Air-Slash mit angreifen, gar keine Problematik, außer, dass du dann extrem schon vorbelastet bist und das macht dann die Sache nicht gerade einfacher. Aber nach einigen Versuchen gehört der Orte Nummer 7 nun endlich zu unserem Inventar. Nachdem er nun Team Galactic einige Male wieder weggeklatscht hat und auch die Commanders mal mit gezeigt hat, wo hier eigentlich wer hier was zu sagen hat, kommen wir auch mal zu Cyrus, der mal mit zeigen möchte, dass er so einiges mit zu bieten hat. Ja gut, hierfür habe ich 2 Versuche mit benötigt. Und währenddessen ich noch vorhin über Commander Saturn mit abgelästert habe, merkte ich dann schon, hier kommt jetzt die Karma-Schelle mit zum Einsatz. Denn auch hier geht das Prinzip, wenn der Gegner es schafft, dich zu verwirren, dann wird er das auch mit umsetzen. Und mit einer Grundwahrscheinlichkeit von mindestens 100% haust du dich Runde für Runde immer wieder selbst. Der Klassiker. Und wenn man meint, es mit Team Galactic auf die Spitze es treiben zu müssen, ja, so kannst du das auch auf den Kraterberg mit tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Bevor wir überhaupt ein weiteres Mal gegenüber Cyrus mit antreten dürfen, müssen wir zunächst den Doppelkampf mit unseren Rivalen gegenüber Mars und Jupiter mit bestreiten. Und ganz ehrlich, hier war ich extrem oft getriggert. Denn, wie man es halt eben in den jeweiligen Pokémon-Spielen mit kennen tut, wenn du einen Rivalen oder generell einen Partner mit hast, mit dem du hier einen Doppelkampf oder einen Multikampf mit bestreiten darfst, dann ist es wirklich besser, wenn du hier alleine mit kämpfen tust. Aber so viel besser ist das nun auch wieder nicht, wenn dann zum Beispiel die gegnerischen Pokémon jetzt die ganze Zeit nur dich fokussieren oder sogar auch dein Rivalen, der dann in diesem Fall vielleicht schon mit 3 Pokémon kommen tut, mit rausforcieren und dann stehst du alleine gegenüber 2 Pokémon gegenüber oder auch gegen 4 oder 6, je nachdem. Also hier habe ich wirklich einige Male das Spiel nur verflucht. Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, wenn du es schaffen solltest, diesen Doppelkampf mit zu bestehen, musst du danach so oder so gegenüber Cyrus mit antreten. Und Gott bewahre, wer auch immer auf die Idee kam, wenn du den Kampf gegenüber Cyrus dort verlieren solltest, darfst du erneut gegenüber Mars und Jupiter mit antreten. Nachdem Team Galactic aber nun endgültig für uns mit erledigt ist, kam noch der verpflichtende Kampf gegenüber Palkia. Hier habe ich es einige Male versucht, dieses Pokémon zu besiegen, allerdings bin ich hier kläglich mit gescheitert, deswegen blieb mir nichts anderes übrig. Ich musste hier den Meisterball schmeißen, um dieses Pokémon mit einzufangen und wenn es nicht gestorben ist, vegetiert es noch heute auf der Pokémon-Box. Mit Spannung geht es auf zum letzten Arenaleiter, zu Volkner selbst.
und man möchte mit herausfinden, wie gut können wir ihn erden. Okay, ich lasse jetzt hier die ganzen Elektriker-Witze. Um es mal mit zusammenzufassen, trotz der Tatsache, dass er im Gegensatz zu Platin auch einige Pokémon mit dabei hat, wo man sich wirklich fragt, was diese Pokémon dort mit zu suchen hatte, sollte man ihn aber dennoch nicht mit unterschätzen, denn der hatte schon so einiges hiermit aufzufahren und durfte sich zumindest im Rahmen dieser jeweiligen Single-Pokémon-Challenge als einen würdigen, starken 8. Arenaleiter betiteln. Wenn auch nur für einen ganz kurzen Moment. Zum Ende der Siegestraße, oder eher gesagt kurz vor dem Eingang der Top 4, wollte unser Rivale nochmal sein Bestes vom Besten mitgeben. Ich musste dieser zwangsläufigen Herausforderung Einheit gebieten und dementsprechend traten wir noch ein weiteres Mal gegenüber unseren Rivalen mit an. Mittlerweile hat er schon ein wirklich voll entwickeltes Team mit am Start und ich wusste, verdammt, in dem jeweiligen Doppelteam hatte er einen Mamfaxo, ergo hatte er auch schon einen Relaxo. Und dieses jeweilige Pokémon ist gerade in der speziellen Defensive als auch mit den jeweiligen KP-Werten ein absolutes Monster. Dieses jeweilige Pokémon mit zu plätten, das erforderte schon verdammt viel Geduld. Insbesondere, weil Relaxo auch gerne auf eine Erholung mitgeht und dein gesamter Fortschritt sich buchstäblich wieder in Luft auflösen tut. Aber wenn man es mit geschafft hat, ihn mit zu besiegen, stand jetzt lediglich nur noch die Top 4 uns gegenüber. Der erste der Top 4 ist in diesem Fall mal wieder Herbaro mit seinen jeweiligen Käfer-Pokémon. Ja, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer hier eigentlich wohl das stärkere Käfer-Team mit am Start hat. Entweder wir oder er. Ich konnte allerdings erst im dritten Versuch feststellen, wer hier eindeutig das stärkere Käfer-Team mit hat. Bei Theresa wurde mir allerdings des Öfteren der Boden unter den Füßen weggezogen und das trotz der Tatsache, dass wir eine Bodenimmunität mit haben. Wobei ich aber mit sagen muss, ich hätte sie sogar im ersten Versuch beinahe komplett besiegen können, allerdings meinte das Schicksal es leider nicht gut mit mir. Denn das Hippoteros stellte mir sehr viele Steine in den Weg und dem Ganzen auszuweichen, das war schon eine richtige Hürde. Aber nach zahlreichen Versuchen war es dann noch mit geschafft, Theresa war mit besiegt und da bleiben nur noch zwei. So richtig feurig wurde es auch beim dritten Top-4-Mitglied, Ignatz. Auch hier stellt man sich als Casual-Pokémon-Player die Frage, was bitteschön hat der denn hier in Diamant und Pearl, folglicherweise auch in strahlender Diamant und leuchtende Perle nur für ein Team mit am Start? Nichtsdestotrotz, jupp, bei dem wiederum habe ich auch schon des Öfteren mit festgestellt, dass unsere kleine Motte mehr zu einem Haufen Asche in der Luft wurde, allerdings nicht wie ein Phönix wieder auferstanden ist. In der letzten Spitze der Top 4 ging es nochmal so richtig auf die Psyche und hier, jap, das war dann wenigstens schon ein bisschen besser mit gehandhabt als gegenüber den drei anderen Top 4 Mitgliedern, aber ein wichtiger Kampf stand nur mit bevor und dieser hatte es in sich. Die Rede ist, wie sollte es auch anders sein, der Kampf gegenüber Champion Cynthia. Auf Level 72 bin ich als allererstes gegenüber sie mit angetreten. Und ja, das Ganze hatte auch schon einige Hürde mit am Start gehabt, alleine nur ihr Krypok. Das hatte in der vierten Spielegeneration keine nennenswerte Schwäche. Unlicht war zwar sehr effektiv besiegbar mit dem jeweiligen Käfertyp, allerdings verhinderte der Geist-Typ dazu, dass du das auch dann in diesem Fall mitmachen konntest. Mit seiner zusätzlichen Fähigkeit von Erzwinger hattest du dann immer weniger AP mit am Start und das, ja, war dann auch schon ziemlich grenzwertig. Aber auch ihre anderen Pokémon, wie zum Beispiel Milotic, Knackrack und auch Gastrodon, durfte man unter keinen Fall mit unterschätzen. Wenn man es allerdings schafft, sie dazu zu bringen, nur noch ihre letzten beiden Pokémon mit einzusetzen, bestehen aus ihrem jeweiligen Lucario, was hin und wieder auch mal für eine jeweilige Kampfattacke mitgeht, ebenfalls sehr fragwürdig warum, oder auch alternativ für ein paar andere Attacken, stand lediglich nur noch ihr letztes Pokémon mit da und das war ihr Roserade, was man dann in diesem Fall sogar noch easy mit herausnehmen konnte. Das Besondere daran mit ist, seit der jeweiligen Top 4 trug Crystal hier das jeweilige Item Großlinse, sodass dann Attacken wie zum Beispiel Air Slash immer zu 100% minimal mit getroffen haben. Denn dies wiederum erhöht die jeweilige Genauigkeit der jeweiligen Attacken um ganze 10%. Somit ist es geschehen, wir treten nun in die Ruhmeshalle mit ein, nur mit unserem jeweiligen Moterpel und haben auch somit bewiesen, dass man dieses Spiel nur mit einem Moterpel durchspielen kann. Einem weiteren Käferflug-Pokémon, was dann dementsprechend ziemlich schwer zu spielen war, aber dennoch hier im Rahmen des Machbaren.
Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende des heutigen Videos mit angelangt. Gerne kannst du deine Fragen, Meinungen, Wünsche und Anregungen unten in die Kommentare mit hineinbuttern. Auf den Weg dorthin kannst du auch die Videobeschreibung hier mit begutachten, das ein oder andere noch etwas deutlich mehr. Und hier auf der rechten Seite findest du unter anderem die folgende Playlist der gesamten Pokémon Single Challenges. Weiter unten wird von YouTube dir random irgendein beliebiges Video mit vorgeschlagen. Und hier auf der linken Seite findest du sogar noch den schönen Abonnier-Button. Drück mal auf diesen Button mit drauf, ich habe mir erzählen lassen, der mag das. Bis zum nächsten Mal, wieder schauen und reingehauen!